Hey, willkommen zurück zu einer weiteren Runde ARMS. Im heutigen Part werden wir mal wieder mit dem ARMS Depot anfangen. Wie ihr sehen könnt, ich habe mir schon über 200 Münzen hier zusammengespart. Und damit machen wir jetzt hier einfach mal eine lange Runde, für mich tatsächlich zum allerersten Mal. Und ich hoffe, das lohnt sich einfach mal, weil wenn nicht, wäre das ein bisschen blöd. Man kriegt bei 30 immer so um die 3 ARMS, deswegen hoffe ich jetzt hier mal auf mindestens 20, damit sich das rechnet. Aber wir werden sehen. Jetzt hier bloß aufpassen, dass ich, dass ich hier mein Bestes gebe. Oh, das sind aber auch echt eine Menge. Oh, das war richtig, richtig schlecht. Das ist gar nicht mal so leicht. Oh Gott, das ist aber, ich hatte mir das irgendwie leichter vorgestellt, irgendwie, wie auch bei den 30er-Runden, aber nee, das geht deutlich schneller, deutlich mehr Zeug, macht aber auch Sinn, dafür haben wir bezahlt. Okay, das war gut. Ich frage mich, wie viel man hier maximal bekommen kann. Ein paar Uhren wären ganz gut. Die geben ja hier immer plus 10 Sekunden und nicht nur plus 5, wie es in anderen Modi ist. Und man fängt natürlich mit 90 Sekunden an, anstatt mit nur 50 oder 30. Habe ich fälschlicherweise im zweiten Part falsch behauptet. Da meinte ich nämlich, dass man hier nur mit 50 Sekunden anfängt, aber nein, man fängt mit 90 an. Also schon ziemlich lang tatsächlich. Oh, verdammt. Ernsthaft jetzt? Oh nein. Ach, die gehen auch wieder. Das wusste ich gar nicht, dass die ARMS nach der Zeit weggehen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich dachte eigentlich hier, dass ein paar mehr Uhren spawnen würden. Um ganz ehrlich zu sein, die gehen ja auch hoch. Ja, okay, so. Ich glaube nicht, dass sich das rechnen wird für mich, oder? Ich bin gerade mal bei 11, bei 12 jetzt. Also, nein. Und die Uhr nicht zu bekommen, ist natürlich der absolute Horror. Weil einfach 10 Sekunden verlieren, nee, das war keine gute Runde für mich, oder? Okay, vielleicht kommt noch mal eine Uhr. Nee, das war's, oder? Kann ich mir... Nee. Wie viel habe ich? 16. Das ist eher enttäuschend, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich hatte schon irgendwie mit etwas mehr gerechnet, aber liegt natürlich auch daran, dass ich, ja, nicht so gut gespielt habe. Also 20 wären auf jeden Fall drin gewesen, hätte ich noch diese eine Uhr getroffen und den anderen Arm und generell etwas schneller abgeräumt, dann wäre wohl etwas mehr drin gewesen, aber so ist natürlich schwer, würde ich mal sagen, ne? Ah, ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Und dafür habe ich jetzt 200 Münzen zusammengespart, verdammt. Weil wie gesagt, für 30 Münzen bekommt man normalerweise so um die 3 ARMS. Also quasi ein ARM für jeweils 10. Und da hatte ich mir jetzt eigentlich schon mindestens 20 erhofft, am besten sogar noch mehr. Aber naja. Aber wenn man dann noch ein bisschen übt, dann ist da sicherlich noch deutlich mehr zu holen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Man, aber auch echt eine Menge hier gekriegt, ne? Chakram, ja. Und das war's, okay. Ja, eine Münze habe ich noch übrig, damit kommen wir nicht weit. Deswegen gehen wir doch einfach mal in den Online-Modus. Und zwar möchte ich heute ein bisschen mit Twintel spielen. Die haben wir ja auch noch gar nicht gespielt. Die war nämlich beim Testpunch nicht verfügbar, zumindest beim ersten Testpunch. Beim zweiten war sie dann spielbar, aber da habe ich dann halt schon nicht mehr gespielt, weil ich mir natürlich auch noch etwas für das richtige LP aufbewahren wollte. Deswegen, ja. Wir spielen jetzt hier gegen Headlock. Hoffentlich nicht auf Level 6. 5. Ja, 5 ist machbar, würde ich mal sagen. Deswegen versuchen wir es einfach mal. Übrigens, gegen Headlock am besten nicht grabben. Also den am besten nur dann grabben, wenn er seinen Special einsetzt gegen einen Verbündeten, einfach um den zu unterbrechen. Aber ansonsten eher nicht. Einfach weil man da nicht genug Schaden macht. Der Grab macht nicht genug Schaden, damit man ihn innerhalb des Zeitlimits besiegt. Also das würde ich euch nicht empfehlen, auch wenn ich das schon das öfteren Mal in diesem gemacht habe. Und auch jetzt gerade. Manchmal grabbe ich aber auch etwas unabsichtlich, um ganz ehrlich zu sein.
Ich will eigentlich A und B drücken, also nacheinander, und dann drücke ich einfach beides gleichzeitig. Also das ist echt nicht immer so leicht. Jetzt hier bloß nicht getroffen werden. Okay, er hat noch die Hälfte der KP. Das müssten wir eigentlich schaffen können. Und auch er trifft mit seinem Special, das ist ganz gut. Das waren nochmal 300 Schaden oder so. Oh nein, ich wurde getroffen. Oh nee, ah doch, okay. Ich habe noch so ein bisschen zumindest schilden können. Oh, ich muss hier aufpassen, nicht, dass ich von dem getroffen werde. Oh, der ist fast da. Oh nein, der ist down. Jetzt ist es ein... Oh, ich wollte gar nicht grabben, verdammt. Wie gesagt, manchmal grabbe ich, obwohl ich das gar nicht möchte. Okay, so, das muss treffen, das muss treffen. Einer unserer Verbündeten ist schon down, aber... Hä, was hat mich denn jetzt getroffen? War das mein Verbündeter? Ernsthaft? Auf jeden Fall, deswegen brauchen wir genug Schaden, aber der ist ja eh schon fast down, also das müsste jetzt eigentlich klappen. Genau. Das war eigentlich ganz gut machbar. Wir kriegen dafür 3 Münzen, ne? Ich meine, ja. Ja, 3. Gut, noch 26 weitere. Dann können wir uns wieder 3 Arms oder so holen. Ich habe auch schon Leute gesehen, die mit den 30 Münzen 4 Arms geholt haben. Aber ich habe bisher immer nur 3 geschafft. Jetzt kommen wir hier... jetzt spielen wir hier gegen Bite and Bark auf meiner Lieblingsstage. Und jetzt kann ich euch Twin Tail zumindest mal etwas näher erklären. Das hier sind halt ihre Standard-Arms. Ich bleib mal bei dem Eis-Arm rechts und diesem Vogeldingens. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Elektro-Vogeldingens links. Habe ich eins, das gut auf Reichweite ist und eins, das ziemlich gut in der Nähe ist. Und vor allem generell immer ganz gut, wenn man einen Eis-Arm hat, würde ich mal sagen. Einfach damit man... dieser verdammte Bite oder Bark. Wie heißt der Hund? Ich glaube, der Hund ist Bark, ne? Deswegen heißt er auch Bark. Also, Englisch quasi für bellen. Auch wenn es hier natürlich etwas anders geschrieben ist. Ach, der Grab hätte treffen müssen. Das war ein Fehler von mir. Eine besondere Fähigkeit, oder die besondere Fähigkeit von Twin Tail ist übrigens, dass man mit ihr Zeit verlangsamen kann. Und zwar, indem man auflädt. Also, wenn ich jetzt hier... Ich gehe mal ein bisschen zurück. Wenn ich jetzt hier drücke, seht ihr ja dieses Zeug, das um mich herum fliegt. Und damit verlangsame ich quasi, ich will nicht sagen unbedingt die Zeit, sondern viel eher, man verlangsamt hereinkommende Arms. Also damit könnt ihr ganz gut hereinkommende Arms, ja, denen ausweichen. Das geht damit eigentlich ganz gut. Wobei ich zugeben muss, dass ich noch nicht genau weiß, wie ich diese Fähigkeit am besten einsetzen kann. Also da muss ich noch gucken. So, das war ein relativ einfacher Sieg, würde ich mal sagen. Aber auch gegen Bite und Bark, ja, es ist eher nicht so schwer, würde ich mal sagen. Die meisten wissen halt echt nicht, wie man Bite and Bark spielt. Mich übrigens eingeschlossen. Ich habe noch überhaupt gar nicht mit dem gespielt oder mit denen gespielt. Deswegen keine Ahnung, ob die gut sind, ob die schlecht sind. Auf jeden Fall, es spielen nicht wirklich viele Leute mit denen, deswegen ja. Ja gut, ich habe jetzt hier einen Nachteil, weil kein Beyblade in mein... Ah, wobei, gibt's nur einen hier, wenn 3 Leute spielen? Das ist interessant. Normalerweise gibt es ja 2, aber jetzt anscheinend nur einer in der Mitte der Arena. Wäre vielleicht ganz schlau, wenn ich mir den schnappe, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ziemlich schlau ist, sich den zu holen. Ich würde am liebsten erstmal diesen Kid Cobra umbringen, weil ich das Gefühl habe, dass Kid Cobra deutlich stärker ist als Mechanica. Und am besten nicht so oft grabben, wie Kid Cobra es macht, weil man das ziemlich leicht punishen kann. Wenn man grabt, dann muss man sich eigentlich ziemlich sicher sein, dass man damit trifft. Ansonsten macht es wenig Sinn, wie ich finde, weil ein normaler Schlag kontert halt schon den Grab. So, jetzt hier aufpassen und treffen, genau. Schön auf Entfernung bleiben. Ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen chillen, weil ich habe das Gefühl, jeden Moment hier wird einer der Specials reinkommen. Halt von mir jetzt, genau. So. Ah nein, jetzt hat... ach komm! Kid Cobra, verdammt nochmal. Ja, komm jetzt. Grabbe ich dich. So viel dazu. Ja, die hilft mir aber auch überhaupt gar nicht, ne? Diese verdammte Mechanica. So, jetzt grab sie. Ich habe das Gefühl, dass ich das verlieren werde. So, komm. Jetzt treffen wir ihn mal. Der müsste auch gleich schon down sein. Deswegen... Ah. Ich habe da gerade ein bisschen zu früh gepuncht. Also, wenn Kid Cobra mich nicht immer angreifen würde, dann könnten wir vielleicht mal Mechanica focussen hier. Damit sie so langsam mal stirbt. Komm, jetzt greif sie doch an. Der steht nur so blöd. Ach, dieser Vollidiot. Du weißt, dass du verlierst, wenn du nicht angreifst, ne?
Dein Leben ist eh nicht mehr wichtig. Ach, Mann. Ja, komm, jetzt, wenn der jetzt vielleicht noch... Ja, ich meine, das wird so oder so nicht klappen. Ach, da klappt... Ja. Gut, verloren, ja. Ich find's auch ein bisschen seltsam, dass man für den zweiten Platz quasi nichts extra bekommt. Also, es ist egal, ob man erster, ob man zweiter oder dritter wird. Nur der erste bekommt die Punkte. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, aber ich find's ein bisschen seltsam gelöst. So, wir haben ja zwei Leute, ja genau, wollte gerade sagen, zwei Leute, die sonst noch nichts zu tun haben. Deswegen könnten wir einfach mal los. Hier bei der Arena von Master Mummy. Nehmen wir mal Donnerschwinge, nehmen wir mal zweimal Donnerschwinge. Auf Entfernung zu kämpfen gegen Kid Cobra und Helix ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und wenn ich hier meine Arms entsprechend auflade, dann wäre das gar nicht mal so schlecht. Ich muss auch übrigens sagen, dieser Track, der gerade im Hintergrund spielt, der erinnert mich sehr an Persona. Ich weiß nicht warum. Hat irgendwie so denselben Style, finde ich. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Persona übrigens eine wahnsinnig gute Spieleserie, solltet ihr euch mal kaufen. Vor allem Persona 4 und 5. Ziemlich gute Spiele. 3 habe ich nicht gespielt, ist wahrscheinlich auch ziemlich gut. Deswegen, ja, wundert euch nicht, dass ich das gerade nicht aufgelistet habe. Sollte ich übrigens unbedingt mal spielen, weil, wie gesagt, gute Spieleserie. Ich glaube, 3 wird auch ziemlich gut sein. So, jetzt hier, komm, hauen wir den mal um. Wir sollten uns auch vielleicht mal ein bisschen... Ich will drehen, aber... Hallo? Ich will die ganze Zeit meine Kamera drehen, aber... Das Problem ist, der dreht automatisch auf Kid Cobra zurück. Ich weiß nicht warum. Normalerweise sollte das nicht so sein. Ich wollte gerade meinen Special einsetzen und dieser verdammte Kid Cobra lässt mich nicht in Ruhe. Versteht er nicht, dass Helix deutlich im Vorteil ist? Ja, guck, das hat er jetzt davon. Das hat er jetzt davon. So, jetzt komm. Wir können das noch gewinnen. So, ich wollte grabben, aber okay. So, das trifft nicht. Das habe ich ja ganz großartig gemacht. Habe ich meine einzige Chance, die ich hier hatte, leichtsinnig verspielt. Ja, großartig. Ja, bisher läuft es nicht so gut, würde ich mal sagen. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum hat der eigentlich zwei verschiedenfarbige Drachenarms? Aber die haben wohl einfach verschiedene Elemente. Das wird auf jeden Fall jede Menge Sinn machen. Einmal Eis und einmal Feuer oder Elektro. Ich weiß gar nicht, was der standardmäßig hat. Entweder Feuer... Kann ich das nicht irgendwie nachschauen? Moment. Wenn ich auf Kämpfer wechseln wir... Arms-Diagramm? Moment, das muss ich... Moment, nein, nicht so. Das müsste ich doch hier irgendwie nachschauen können. Wo haben wir denn hier mal den Drachen-Arm? Der müsste doch hier irgendwo sein. Hier muss ich ihn... Ah ja, da rechts. Ich sehe ihn. Hier, Feuer ist das doch, oder? Das erste ist doch Feuer. Sehe ich das richtig? Oder ist das hier Feuer? Ich glaube, das hier ist Explosion. Richtig? Feuer? Also das hier... Diese Flamme ist Feuer und dieses... Ding hier, dieses Symbol ist halt eine Explosion. Mann, ich habe schon fast alle Arms für Ribbon Girl. Mir fehlen noch 4, 8, 10. Ich habe auch schon 3 Plus Arms. Im dritten Part habe ich übrigens fälschlicherweise diese Arms hier genommen, als ich einen der Plus Arms nehmen wollte. Obwohl es natürlich der hier war, den ich eigentlich ausrüsten wollte. Aber naja, habe ich dann während der Bearbeitung gemerkt. Ja, was ist denn jetzt hier los? Ich warte die ganze Zeit, dass irgendwas passiert, aber irgendwie... Ja. Okay, ja. Ah, nee. Was ist denn hier los? Ich würde auch gerne mitspielen. Ich bin auch noch da. Ja gut, jetzt können wir noch eben warten. Wir können ja hier mal... Moment, das wollte ich nicht. Ich wollte mich aufwärmen. Wie mache ich das denn? Auf Plus. Okay. Dieser Schutzschirm hier ist auch ziemlich interessant. Damit kann man halt so ein bisschen hereinkommende Angriffe abwehren. Ähnlich so ein bisschen wie dieser Schild von Helix. Aber halt auch nicht so defensiv. Schon defensiv, aber nicht so krass wie bei Helix, würde ich mal sagen. Oh, wir kämpfen hier gegen Headlock. Da sollte ich alle defensiven Arms auf jeden Fall nicht ausrüsten, sondern voll in die Offensive gehen. Auf Level 5. Okay, das war ein bisschen von der Reichweite her nicht so ganz gepasst. Ach, verdammt. Was machen denn die anderen eigentlich? Die sind so weit zurück. Die sollen mal ein bisschen näher rankommen. Ansonsten wird das hier nichts. So, das war ein guter Treffer von Ribbon Girl mit ihrem Special. Ich werde hier die ganze Zeit gegrabt. Ist aber auch ein bisschen blöd, weil der verdammt nochmal 6 Arms hat. Da ist es natürlich schwer, entsprechend treffen zu können.
So, das war gut. So, jetzt hier nochmal einen reinhauen. Und hier, also wenn ich hinter ihm stehe, dann kann ich eigentlich relativ leicht immer eine doppelte Combo reinhauen. Der hat jetzt auch sein Special. Ich werde das jetzt auch mal einsetzen, meins. So, und auch er. Treffen jetzt beide oder trifft nur eins? Ja, wobei, das ist eine Menge Schaden. Ich denke mal, beide werden getroffen haben. So, jetzt aufladen und... Nein, jetzt triff ihn. Ich treffe nicht, warum denn nicht? So, okay. Oh, ich werde jetzt hier so richtig getroffen von ihm. Das hat getroffen, das trifft. Verbündeter am Boden, das ist nicht gut. Oh, jetzt hätte ich ihn fast gegrabt. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber das müssen wir auch so noch schaffen. Ich würde sogar behaupten, dass ich das jetzt vielleicht sogar im 1 gegen 1 schaffen würde. Aber umso besser, dass ich noch Ribbon Girl an meiner Seite habe. Wir sind beide auf etwa 50% runter. Okay, das ist auf jeden Fall noch sehr gut machbar, wenn wir mal treffen würden. Mein Special ist gleich voll. Das ist auf jeden Fall jede Menge Schaden. Wir haben noch 13 Sekunden. Okay, triff ihn. Okay. Okay. Ribbon Girl, greif an. Greif doch an. Wir haben nicht ja viel Zeit. Ribbon Girl, was machst du denn? Okay. Oh, 3 Sekunden noch übrig gehabt. Ich verstehe zwar, dass sie verteidigt hat, weil er gerade sein Special kurz danach eingesetzt hat, aber wir brauchten halt echt den Schaden. Wir hatten kaum noch Zeit. Also da hätte man jetzt quasi auf Risiko spielen müssen, oder? Weil selbst wenn man in den letzten 3 Sekunden stirbt, macht doch keinen Unterschied mehr. Naja. Oh, jetzt haben wir hier einen Teamkampf mit dem Ribbon Girl-Spieler von gerade, dem Markus, okay. Gegen Min Min. Ah, nee. Doch. Gegen Min Min und Springman. Und dieser Echo-Typ oder Echo fängt mit seinem aufgeladenen Special an. Soweit ich weiß, fängt man immer mit einem aufgeladenen Special an, wenn man gerade auf einer, ja, Losing Streak ist, also auf einer, wenn man viele Niederlagen hintereinander hatte quasi. So, treffen wir den mal, also quasi umgekehrt wie bei den Herausforderungen, bekommt man, wenn man zu schlecht ist, Unterstützung vom Spiel, indem man, ja, bereits mit einem vollen Ultimate anfängt, oder wie auch immer man das nennt, mag, Special, Ultimate, wie auch immer. Ja, finde ich jetzt nicht so gut, um ganz ehrlich zu sein. Einfach weil ich finde, dass es schon irgendwie fair sein sollte, aber naja. Wenn man schon oft verliert, dann kann ich das schon irgendwie ein bisschen zumindest verstehen. Solange sie das nicht in den Ranked-Modus einbauen, ist es eigentlich ziemlich okay für mich. Jetzt wurde sie gerade so blöd ja, ich verliere hier, weil dieses Ribbon Girl so verdammt schlecht ist. Vielleicht kann ich noch gewinnen. Okay, ich kann noch gewinnen. 2 gegen 1. Naja, nicht mehr. So, komm und triff. Nein. Ja. Das war dumm. Ich habe das Gefühl, dass diese Niederlage nicht meine Schuld war. Um ganz ehrlich zu sein. Aber naja. Gut. Das Ding ist halt, wenn der Partner gegrabbt wird, dann nimmt man auch Schaden, weil man quasi durch den Wurf des Partners wird man auch noch so ein bisschen mitgerissen und nimmt selbst so ein bisschen Schaden und der eigene Angriff wird halt auch noch unterbrochen, deswegen, ja, ist das immer so ein bisschen blöd. Okay, 1 gegen 1 hier gegen ein Ribbon Girl, das von gerade. Dann kann ich dem Markus ja jetzt mal zeigen, dass ich der, ja, taktisch überlegenere Spieler bin hier. Der fängt schon wieder mit seinem Special an, also wir haben durchaus einen Nachteil. So, komm, der Grab hat nicht getroffen. So, das trifft aber... Oh, jetzt kann ich grabben, ja genau. War aber auch ein bisschen blöd von ihm, dass er da einfach so offen rumsteht. Ja, das war schlau gemacht. War nicht schlau gemacht von ihm, wohl eher dumm gemacht von mir, aber okay. Damit wäre das zumindest mal endlich raus. So, jetzt müsste ich ihn eigentlich irgendwie hier mal so langsam... Ach Mann! Das Ding ist halt, ich will immer meinen zeitverlangten Samstings einsetzen, aber ich weiß nicht genau wie. Also ich meine, ich weiß schon, wie das geht, aber ich weiß nicht, wann man das genau einsetzen soll. Ich habe halt echt noch nicht genug Twin Tail gespielt, um das zu wissen. Und er hat schon wieder sein Special voll. Ich hatte es bisher erst einmal und jetzt, das ist quasi jetzt. So, jetzt komm, in der Luft müssten wir sie eigentlich treffen. Hallo. Das war nicht allzu gut, aber mit dem... Jetzt schlägt er das auch noch weg, das gibt's doch gar nicht. Ah, komm. So, jetzt... Nein, ich verliere das. Jetzt war ich gerade so großkotzig mit meinen Aussagen und jetzt das. Jetzt komm, ich treffe einfach nicht. Ich habe verloren. Ja, das kommt davon. Ja. Gut, ja. Ich hätte vielleicht auch andere Arms nehmen sollen, weil ich glaube, gegen Ribbon Girl ist es ziemlich gut,
wenn man etwas auf Entfernung geht, die ist ja generell sehr stark in der Luft. Und da wäre es vielleicht gut, etwas auf Entfernung zu gehen und zu hoffen, dass man mal ein paar Treffer macht und es dann vielleicht über den Timeout gewinnt. Ich weiß nicht. Jetzt hier ein Free-for-All gegen Kid Cobra und Min Min. Versuchen wir mal den Schutzschirm und wie heißt das, der Elektrovogeldingens da? Ich weiß gar nicht, wie die Arms richtig heißen, aber ist auch jetzt nicht weiter wichtig. Greifen wir erstmal hier Min Min an. Warum eigentlich nicht? So, hier. Nein! Dieses verdammte Kid Cobra. So, jetzt hier, ja gut. Da kommt schon der Counter-Grab von Min Min. Perfekt. Was hat eigentlich mein Schutzschirm für ein Element? Das müsste Wind sein, oder? Weil der wurde so zurückgeschlagen. Weil ich meine, wenn ein Arm das Windelement hat, dann werden die so ein bisschen zurückgeschlagen. Was ich jetzt nicht so gut finde, um ehrlich zu sein. Ich bevorzuge mit Abstand die Elektro- und Eis-Arms und auch ein bisschen die Feuer-Arms, aber naja. Ist jetzt sicherlich auch nicht so schlecht, schätze ich mal. Jetzt haben wir die ganze Zeit den verdammten, wie heißt der? Kid Cobra fokussiert. Jetzt ist der schon down. Ich habe ein bisschen Angst vor ihrem, vor ihrem, Special, der gleich sicherlich kommen wird. Ich hätte das nicht einsetzen sollen, das war ein Fehler. Ich weiß gar nicht, warum ich das gemacht habe. Ich weiß immer, dass es ein Fehler ist, aber ich mache es trotzdem. Es ist seltsam. Man sollte seinen Special immer dann einsetzen, wenn der Gegner in der Luft ist oder gerade angreift, einfach damit man mit Sicherheit treffen kann. Oder zumindest, wenn man nicht allzu weit weg ist. Weil dann hat der Gegner halt nicht so viel Zeit, das zu kontern, ne? Zu schilden. Deswegen weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe. Ist auf jeden Fall nicht die richtige Entscheidung gewesen. Das kann ich, glaube ich, mit relativer Sicherheit sagen. So, ich werde jetzt hier über den Timeout gewinnen, deswegen brauche ich eigentlich gar nicht mehr groß anzugreifen. Mach es aber so, trotzdem noch so ein bisschen und jetzt haben wir gewonnen. Ja, hier sogar sie fast noch über einen normalen KO besiegt. Das war doch eigentlich ganz gut. Hätten wir über Zeit auf jeden Fall auch noch gewonnen. Also wenn ich noch 5 Sekunden extra gehabt hätte, hätte ich sie wahrscheinlich einfach geKO'd. Oder wie auch immer man sagt. geKO'd? Ist das ein richtiges deutsches Wort? Wahrscheinlich nicht. Oh, ein Rematch jetzt hier auf der Stage von Ribbon Girl. Die Stage von Ribbon Girl auch übrigens ziemlich interessant. Weil es hier so Boxen gibt, durch die man durchschlagen kann oder hinter denen man sich verstecken kann. Nehmen wir einfach nochmal dieselben Arms. Und ich würde sagen, das ist dann auch der letzte Kampf für diesen Part. Der müsste eigentlich schon ganz lang sein mittlerweile, zumindest so um die 20 Minuten, schätze ich mal. Deswegen, ja. Jetzt müssten hier gleich Boxen spawnen, die ich euch dann gleich zeigen werde, wenn die mal spawnen würden. Nein? Dauert ein bisschen, bis die kommen, oder? Ich bin mir da gerade nicht so ganz sicher, aber naja. Ist immer blöd, wenn man was zeigen möchte und es dann nicht kommt. Aber naja, okay. Sie hat jetzt ihre beiden, wie heißen die? Verdammt, ich hätte direkt grabben sollen. Da war ich wieder zu langsam. Das ist blöd. Hier sind diese Boxen. Da kann man halt drauf, theoretisch. Theoretisch könnte man da drauf, wenn man nicht allzu blöd ist wie ich gerade. Und man kann auch da durchschlagen. Das war dumm von ihr. Ich hatte geschildet. Wow, durch den Schild durch. Naja. Aber waren jetzt auch nur 55 Schaden. Das ist echt nicht die Welt. Wie man hier sehen kann, man kann einfach durchschlagen und damit quasi einen Überraschungsangriff erzielen. So, ich liege jetzt hier aber deutlich zurück. Das müsste treffen, oder auch nicht, das dürfte vielleicht auch nicht treffen. Das kommt davon, weil Min Min so stark in der Luft ist mit ihrem Kick. Ansonsten hätte ich glaube, ich hätte die meisten anderen Charaktere jetzt hier getroffen, aber Min Min halt nicht. Ich liege jetzt hier gerade deutlich zurück. Ich grabbe auch so ziemlich gar nicht mehr, merke ich gerade. Ich habe das Gefühl, dass Grabben vor allem mit Ribbon Girl ziemlich stark ist. Aber mit den anderen Charakteren bin ich mir dann nicht so ganz sicher. Ja, das war dumm, das war dumm. Naja, egal, egal. Okay, der Part war vom Skill her, naja, solide vielleicht? Ich weiß nicht. Naja, okay, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der Online-Part mit Twintel. Und im nächsten Part schauen wir uns dann einen anderen Kämpfer an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.